Das ist so, das hier haben wir noch. So. Das hier kann ich verbinden. Das heißt, wir schieben das jetzt da durch. So. Jetzt müssen wir aber wieder wechseln. Und das da muss... Genau. Und noch eins. So. Jetzt können wir es wieder weitermachen. Genau. So. Dann haben wir das. Geschafft. Jetzt sollte ich das Schloss... Gut. Das war jetzt auch nur eine Seite. Dann müssen wir jetzt noch auf die andere Seite. Das war jetzt schon noch ganz schön frickelig. So. Dann können wir das hier nochmal ändern. Muss ich mal kurz gucken. Genau, weil ich muss das dann jetzt nochmal ändern. Und zwar hier das... So, dann haben wir das... Und jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wie hatten wir denn das da auf Seite geschoben? Das kann man zumachen. Sie hat sich bewegt. Vielleicht kann man sie öffnen. So. Nee. Das müsste dann jetzt das sein. So, dann müssen wir nochmal nach hinten. So, und jetzt muss ich nochmal das benutzen. So. Genau. Das war's auch schon. So. Dann müsstest du das jetzt hinhauen. Dass wir dieses Gerät da hochkriegen. Den Brief hat sie aber richtig gut versteckt, eben meine Herren. Meine Damen und wer sich alles angesprochen fühlen möchte. Oh, ich glaube, ich kann die Kurbel jetzt drehen. Wow. Okay, jetzt brauchen wir nochmal den Schlüssel. Das funktioniert nicht. Nein, das ist nicht die richtige Einstellung für den Schlüssel. Alle öffnen. So. Oh, das passt nicht. Warum nicht? Ich muss den Schlüssel richtig einstellen. Ach, alles nach oben? Nee, alles nach unten. Alles nach unten. Nein, das ist nicht die richtige Einstellung für den Schlüssel. Offenbar kann ich seine Form verändern. Doch, das stimmt. Alle nach oben. Ja. Boah, dieser Brief, der macht einen ja echt fertig. Der Brief! So. Frühling 1983. Dana hat Leni diesen Brief vor 20 Jahren geschickt. Dana Goengrich. Manhattan. Ein neuer Nachname. Bin ich gespannt. 21. Mai 1983. Meine liebe Leni, tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. In letzter Zeit war es nicht einfach für mich.
Jetzt bin ich gespannt. Aha. Sie ist tatsächlich Klavierspielerin geworden. Mein Mann, William Göngrich, ist letzten Sommer gestorben. Er war so ein außergewöhnlicher Partner und mir eine unglaubliche Stütze. Aber wie du weißt, Leni, für mich gab es eine andere Welt. Die Welt von einst. Unsere Welt, Leni. Die Welt von Leon. Ich habe meine Pflichten erfüllt. Aber jetzt habe ich ein Bedürfnis nach Veränderung. New York, USA. Winter 83. Krass. Über mein zweites Leben nachdenken. Das ist ja krass. Die haben sie aber richtig gut altern lassen. Da ist noch was. Foto von der Ankunft. Ein Star ist geboren. Und ihr Name ist Dana Göngrich. Wenn Sie kürzlich das Café-Konzert besucht haben, haben Sie sich mit Sicherheit verliebt. Verliebt in die virtuose Musik eines aufsteigenden Stars. Ihr Name ist Dana und alles, was wir von ihr wissen, ist, dass sie nach dem Krieg aus ihrer Heimat in Mitteleuropa in die USA emigriert ist. Machen Sie sich also auf eine Überraschung gefasst, wenn Sie heute Abend ins Café-Konzert gehen. Und Ihrem treuen Musikkritiker wird es mehr als ein Vergnügen sein, Sie als Erster auf dieses pure Genie aufmerksam gemacht zu haben. Bevor sie auf den größten Bühnen der Welt gefeiert werden wird. Schublade. Nee. So. Dana Göngrich. Mehr ist hier aber nicht. Hier kann ich gar nichts rausnehmen. Zurück. Was haben wir denn hier noch? So. Hier sind ja auch noch Sachen. Anscheinend gerne gehört. So. Dann haben wir noch hier die Schubladen. Vielleicht ist da mehr drin. So, Crescendo. Crescendo Entertainment, verehrte Dana. Meine Gedanken sind wie immer in diesen schweren Zeiten bei Ihnen. Sie wissen, dass ich in guten wie in schlechten Zeiten stets für Sie da bin. Ich verstehe Ihren Impuls, alles aufzugeben, seit unser lieber William von uns gegangen ist. Nur zu gut, aber ich muss Sie bitten, sich etwas Zeit zu lassen, bevor Sie das Handtuch werfen. Es ist wahr, Sie stehen am Höhepunkt Ihrer fantastischen Karriere, aber ich glaube aufrichtig, dass es im Buch Ihres Lebens ein neues, wundervolles Kapitel gibt, das noch geschrieben werden muss. Sie sind so gefragt, es wäre zu schade, alle Ihre Fans zu enttäuschen, die Sie anhimmeln, und das tun Sie wirklich. Ich hoffe, Sie nehmen dieses neue Angebot an, das wir nur zu gern großzügig erhöht haben. Es versteht sich von selbst, dass ich mich der Künstlerin, die unsere Plattenfirma groß gemacht hat, dankbar erweise, und zwar nicht nur aus meinem tiefsten Herzen, sondern auch aus meiner Tasche.
Ich habe die Originalaufnahme Ihrer neuesten Schallplatte für Sie beigelegt, damit Sie sie anhören können, bevor wir sie in die Presse geben. Das ist Dana in Höchstform. Und wenn Sie sie gehört haben, hoffe ich, Sie erkennen, dass ein solches Talent auf keinen Fall einfach aus der Öffentlichkeit verschwinden darf. Stets der Ihre, Raymond Pratt, Künstleragent. Okay. Und hier ist nichts. So. Weiter geht's auch nicht. Ich kann jetzt hier nochmal gucken, kann da aber nochmal gucken. Dana und William Gingrich. Was habe ich denn jetzt noch nicht angeguckt? Habe ich ja anscheinend was vergessen. Das habe ich. Eigentlich da unten. Dana, Dana! Ach, Fotografen und Journalisten und so. Ja, deswegen hat sie die ganzen Geschenke bekommen. Kenneth hat es einfach auf die andere Seite gewechselt. Okay. Abnehmen. Jetzt bin ich gespannt. Es war eine Krankenschwester, die auf der Entbindungsstation des Sanatoriums Baden arbeitete, als ich vor dem Krieg dort war. Sie war über einen Brief ihres Vorgesetzten gestolpert. Es war ein seltsames Geständnis von dem Chefarzt, der Dienst hatte, als meine Wehen einsetzten. Sie behauptete, dass das Kind, das ich am 5. April 1938 zur Welt brachte, am Leben war. Dass sie die Gelegenheit nutzten, als ich ins Koma fiel, um meine Tochter Anna an Freunde meiner Eltern zu geben. Den Zimmers. Oh mein Anna Gott. Anna ist am Leben, Leni. Wow. Gut, die Zimmers hatten ja auch alles bezahlt, ne? Die fühlten sich da wahrscheinlich irgendwie verantwortlich. Und die Zimmers blieben ja kinderlos, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du kannst dir vorstellen, meine Liebe, dass ich die folgenden Wochen damit verbracht habe, überall nach meiner Tochter zu suchen. New Jersey. Es war nicht schwer, sie zu finden, auch wenn die Namen meiner Tochter geändert wurden. Ihr erkennt das Haus wieder. Also ist Dana doch die Großmutter von Kate. Das hätte ich ja nicht gedacht. Irgendwie so. Jetzt doch nochmal zum Schluss. Steffi H. hatte ja schon den Tipp oder die Vermutung. Aber jetzt ist es doch nochmal so weit gekommen. Oh, da steht aber einiges an Flaschen. Der Mann ist ja tot, stimmt. Ah, der war doch zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht. Ah, nee, die feiern. Krass. Hätte ich echt nicht gedacht. Ah, sie ähneln sich schon sehr. Eine Weile stand ich nur da und beobachtete eine Frau, die der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit war. Sie wirkte so selbstbewusst, fröhlich und voller Leben. Sie war von bezaubernden Freunden und einem älteren Ehepaar umgeben. Das mussten die Zimmers, ihre Adoptiveltern, sein.
sie sie erkannt. Ja. Die wussten es von Anfang an. War von Anfang an wahrscheinlich der Deal. Das war auch grausam irgendwie. Aber sie sieht ihr schon sehr ähnlich. Während ich meine Tochter beobachtete, wurde mir klar. Ich war ein Eindringling im Leben von Sarah Walker Zimmer. Mom? Wow. Das ist krass. Diese junge Frau sah nicht aus wie ich und rief auch nichts in mir hervor. Kein Gefühl, kein Wunsch, sie in den Arm zu nehmen, absolut nichts. Es kam mir bedeutungslos vor. Ich tat, was ich in diesem Fall für das Beste hielt. Ich unternahm eine Reise in ihre Vergangenheit, um sicherzugehen, dass es nichts zu bereuen gab. So, die Vergangenheit loslassen, darüber nachdenken, was hätte sein können. Aber so jung kann die doch dann 83 gar nicht mehr gewesen sein. Das ist mir nicht so ein bisschen... Von der Zeitschiene her kommt mir das gerade ein bisschen komisch vor. So. Ja, jetzt erinnert sie sich wieder. So. Aber warte mal. Okay, mehr ist da nicht. So, jetzt gucken wir hier weiter. Aber geht? Ich kann da gar nicht weiter. Ach ja. Okay, sie muss das alles irgendwie erst verarbeiten. So. Kitty Kate. Kate, hello, dog. So. Die Steuerung ist manchmal wirklich nicht so gut gemacht. Es ist dann teilweise sehr sperrig. So, der Zauberberg. Gut, bei ihr kommt natürlich jetzt auch alles hoch. Das macht die Sache ja nicht besser. Ein Geist, Dana. Mehr bist du nicht. Hör auf, hier herumzuspuken. Spionieren? Dann mache ich das doch. Dann treffe ich vielleicht das Mädchen. Ach, das war's schon. Okay, dann gehe ich jetzt wieder. Ist wahrscheinlich besser. Die Vergangenheit loslassen hilft manchmal.